Ein weiteres Geisterfahrer-Video von mir. Wir wollen uns heute damit detaillierter beschäftigen, nachdem wir das letzte Mal so eine Einführung gemacht haben. Wir gehen erstmal auf Suche. Hier sehen wir ganz viele Optionen. History, Sun and Planets, Moons, Breite des Asteroids, größten Sterne, nächsten Sterne, Doppelsterne und so weiter. In der History, da kommt sozusagen immer diese Sache rein, was man als letztes, also nachdem man als letztes nachgeschlagen hat. Nur ich habe das letzte nicht gemacht, wegen Schild und dann nichts geschrieben. Aber würde ich jetzt mal anfangen, einen Stern anklicken, den hier, jetzt machen wir es aus, gucken in History rein, steht es drin geschrieben. Das war, das habe ich mir ja gerade eben geöffnet. Nur das ist natürlich nicht so das Wichtigste. Sondern wichtiger sind die ganzen Objekte, die es hier drin gibt. Wir wollen uns jetzt als erstes Messier-Objekte anschauen. Wir hatten früher auch schon Videos drüber gemacht, wie zum Beispiel über den Krebsnebel. Aber ich werde natürlich irgendwann wieder Messier-Objekte präsentieren, wenn wir mit den anderen Themen, die ich danach noch machen werde, fertig sind. Das erste war ja der Krebsnebel, was wir gemacht haben. Jetzt sieht man ja ein tolles Foto und die ganzen Daten. Also Entfernung, Durchmesser. 6,2 KLY bedeutet 6,2 Kilo Lichtjahre. Das sind 6200 Lichtjahre. Und 10,8 Lichtjahre ist der Durchmesser. Gut, das ist so typisch für einen Supernova-Überrest. Aber das ist relativ normal eigentlich. Wenn wir jetzt hier bei einem Stern uns mal reinlesen, dann sieht man die nächsten Sterne. Ganz klar ist die Sonne uns am nächsten. Ist ja logisch, weil wir uns ja im Sonnensystem uns befinden. Da kann es halt natürlich nicht der Barnard-Stern sein oder Sirius sein. Weil da, wenn der nächste Stern 80 Jahre entfernt wäre, wären wir auch gar nicht hier. Weil da wären wir ja irgendwie zerstreut, kann man sagen. Aber ist ja egal jetzt. Wir wissen halt, okay, Sonne, nächster Stern. Danach Proxima Centauri und Rigel Centaurus, das ist Alpha Centauri. Alpha Centauri ist ein Doppelstern, sieht man ja hier, weil wir da zwei Sterne abgebildet haben. Sirius ist auch ein Doppelstern, außen meist ein Hauptreihenstern und meist ein Zwergstern. Und dann geht es hier weiter, wieder Doppelsterne wie Procyon zum Beispiel. Oder Epsilon India, ein Dreifachsternsystem. Okay, alles sehr interessant. Gucken wir uns einfach noch Mond an Monde. Hier sind einige Monde abgebildet. Natürlich gibt es viel, viel mehr im Sonnensystem. Zum Beispiel Phoebe, ein Mond von Saturn. Und Sagittarius steht hier auch beschrieben. Hat gerade mal 0,4% der Gravitation von das, was die Erde hat. Oder 10 astronomische Einheiten entfernt von uns. Na klar, wenn Saturn 10 astronomische Einheiten entfernt sind, sind die Monde natürlich auch 10 astronomische Einheiten entfernt, weil das ja nicht irgendwo die Monde sind, sondern die sind relativ nah am Planeten. Aber jetzt haben wir schon mal gesehen, was man bei dieser App so alles machen kann. Es gibt dann noch andere Objekte, also nicht nur Sterne oder Messier-Objekte, sondern auch planetarische Nebel, zum Beispiel wie der Helix-Nebel oder der Eskimo-Nebel zum Beispiel, auch ein planetarischer Nebel oder der Krebsnebel, der Supernova-Überrest Messier 1, hat man ja vorhin schon gehabt. Da google mal noch ein bisschen hier rum. Und wir recherchieren hier jetzt noch ein bisschen die besten Doppelsterne. Wir gucken jetzt einfach mal Delta Putis an. Da haben wir jetzt eine sehr detaillierte Beschreibung. Okay, Delta Putis ist ein G8 Riesenstern, also G steht für die Spektralklasse und 8 für die Unterklasse. Also G8 bedeutet, dass er schon relativ nahe Spektralklasse K liegt. Darüber müssen wir auch nochmal reden, ein Video, wenn wir das Hirschsprung-Russell-Diagramm behandeln. Aber so viel wollen wir jetzt eigentlich dazu nicht mehr sagen. Das machen wir jetzt erstmal Schluss. Und dann werden wir uns später noch damit weiter beschäftigen. Danke erstmal fürs Zusehen und auf Wiedersehen. Tschüss.